So, Lampedusa, machen wir Lampedusa. Guten Morgen. Im Fahrradsalon. Heute lasse ich die Kamera mal oben in der Wohnung, weil der Carsten arbeitet oben in der Wohnung. Genau, da hängen wir jetzt mal hin mit Strom und allem. Strom braucht er nämlich. Oh. Moin. Moin. Moin, geht's los? Kannst du gratulieren, war auf sich, sag ich. Ja, habe ich auch schon gesagt. Also, bist du jetzt wieder sagt. Ja, der erste war ich. Jetzt. Kabel und jetzt geht's los. Ihr wollt da nicht wegfahren. Hast du gesagt, mit seinem Vater zu wehren, oder? Dennis. Ja. Dennis. Dennis, ja. Der andere mit dem Backenbart. Ach, der? Nee, er nicht. Ach so, ist so. Er hat keinen Vater mehr. Das ist vorbei. Vorbei. Hilft doch die Ria nicht mehr. Ach so, der war Backenparty. Ja, ja. Alle klein, dass der wäre. Nee, der war. Ja, wieso nicht? Ich wollte raus mit dem. Carsten? Was für Kabelrisse? Was wegen Müll oder was? Ja, wissen wir nicht. Was für Kabelreste? Ja, die Kabel, die raus, die zurückziehe. Mülltonne oder? Mülltonne. Also natürlich packst du extra, aber kommt dann in Schutt. Ja, die Zigeuner sind da sowieso dann dran an Schutt. Kann man ja hier draußen hinlegen, sind heute Abend weg. Sowieso. Ja. Und eine Sache jetzt mal ganz kurz noch. Ja, klar. Komm. Hi, hi, hi. Kommst du denn mit oder was? Eine Sache kurz noch besprechen. Nämlich den Durchbruch zu eurer Wohnung. Nee. Dann kriegen wir schon hin. Wird Alarm oder irgendwas. Okkupieren. Okkupatie. Und weg. Ja, warte hin. Ich habe jetzt die Steckdosen. Das ist im Prinzip dann am Ende wichtig. Gut, Carsten will das nicht, der will nicht gefilmt werden. Das ist sehr schade, weil ich hatte das eigentlich das Projekt als mein Projekt, mein neues Büro, dass ich das umbaue. Nur jetzt baut er die Kabel ein und will aber nicht gefilmt werden. Das ist ärgerlich, das ärgert mich total, weil dann hätte ich es doch selber gemacht, natürlich. Weil hätte es halt länger gedauert, aber ich hätte es halt wenigstens auch alle drauf, weil ich das eben gut finde, wie so ein Ding entsteht. Keine Ahnung, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Sieht nämlich geil aus, wenn man hinterher alle zusammenschneidet. Dann man sieht, Tapeten runter, ist ja das eine. Ist ja langweilig. Ja. Aber dann eben alle die Wände aufstemmen, dass man das so sieht. Kabel drin, dass man das sieht. Ja, das, was da für Arbeit drin steckt. Genau das wollte ich sehen. Nun will er das nicht. Scheiße, hätte er das mal vorher gesagt. Hätte ich es ja den gemacht. Schade. Ja, Schnappi? Morgen, mein Freund. Ja. Alles klar? Ja, sehr gerne. Was gibt's Neues? Ja, nicht viel. Oh, Küchen aktuell. Oh, Geschenke von Höppner. Was gibt's Neues, ey? Achtung, der Fahrrad ist ab dem 7.9. Ich glaube, es wird wieder los. Am, nicht ab dem. Am 7.9. Ach so, ja. Neuer Streit um die Rente. Bis dann morgen, wa? Ja. Bis morgen. Geliebte Leute. Aha. Das ist morgen, der Fahrrad hat sich heute. Kann man morgen bei ihm nicht machen. Ja. Nee, da kann man nicht machen. Ach, du tippst ja vielleicht Typen da unten. Die Handlager. Haben die doch jetzt eine Elster hier gemacht, wa? Ja. Du, in der Hose hier komm, ich hab gedacht, die Fall und mach. Wieso? So eine Scheiße, und die erinnere ich mir. Die ganze Wohnung hat danach gestunken. Nach dem Elster. So eine dicke
So eine dicke Geschichte hatte ich auf meinem Kopf, wo ich mir nicht dachte, die Träume. Das ist alles durch die Wohnung gezogen, alle in der Korridorstube, alles hat gestunken. Ja, Estrich stinkt ja nicht. Ah? Estrich stinkt ja nicht, wenn dann der Anstrich vorher. Aber wie, sag ich da doch, aber wie? Ja, da muss doch isoliert sein. Kann ich gar nicht wissen, aber meine. Also, musst du mit Chemie ran, das ist halt das. Aber wie, sag ich da? Da hab ich immer nachher, eine halbe Stunde nachher alle Fenster aufgerissen, damit das Schlafzimmerfenster und das Badezimmerfenster kriegt, damit immer die Luft rauszieht. Ja, ja. Was ist denn das hier immer? Alex war gestern ohne Arbeit. Nee? Nee. Wo war das? Gestern Abend. Ich bin bei dir. Carsten. Ach, Carsten. Nee, ich hab dich gestern Abend angerufen bei ihm. Kunden. Da macht er einen Ruheplatz. Ich weiß nicht, was André, ob er heute los macht, der diese Arbeit geht oder nicht. Aber hier ist die halb 10 Uhr. Motorrad ist noch da, sein Klapprad ist auch noch da. Deshalb wird er sehen, dass Andrea alleine losgefahren. Um 8:30 oder 8. Mann, ey. Ich bin ja auch noch rausgefahren. Ja, du warst auch nicht da, hab ich gemerkt. Ja, das ist bitte. Ja, genau. Bis später. Eine Baulampe basteln wir jetzt. Aus der alten Küchenlampe. Ach, Herr. Was ist denn das, ey? Was ist denn das für Material, Mann? Herrgott, was ist denn da los? Ich will nicht mehr. Das ist Erdung, okay, drauf geschissen. Das ist blau, das ist schwarz. Dann gucken wir mal nach dem Kabel. So, ja, mit Schalter. Ich weiß, es ist halt nicht professionell, aber wann hat man Tommy schon mal professionell arbeiten sehen? Noch die, genau. Na, getreu diesem Motto, geht's halt immer weiter so in meinem Leben. Fachgerechte Arbeit kenne ich nicht. Booting, motherfuckers. It's boom, motherfuckers. So, Draht Nummer 1. Oh, oh, oh.
Na toll. Jetzt haben wir es. Wie Chirurgie. So, dann probieren wir sie mal aus. Die alte Bauröhre. Eine stimmungsvolle Lampe. Wundervoll. Ich probiere mit an- und ausschalten. Sehr schön. An, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Wunderbar, es funktioniert. Ich habe eine Bauleuchte gebaut. Ich bin stolz auf mich. Ah! Naja, habe ich nicht gebaut. Also viel angenehmer. Einfach nur ein Kabel angeschlossen. Was ist das? Die bringt jetzt zu Carsten, der nicht gefilmt werden will. Deswegen bleibt die Kamera hier unten. Der, wo nicht gefilmt werden will. Also, bis dann. Ciao. So, es regnet mal wieder. In diesem Sommer. Das wird heute ein langweiliger Tag. Obwohl, nee, meine Frau sucht einen Schlüssel, also wird es nicht langweilig. Also ist ja ganz schwierig. Ich suche ja auch immer Schlüssel und weiß, wie das ist, wenn man mal einen verliert. Na, wir schauen mal. So einfach ist es. Ja? Schlüssel ist wieder da, alle schick. Alles wunderbar. Ich schaue mir Kataloge an und langweile mich, während Carsten da oben mein Geld verbrät. So einfach ist das. Ah! Zerschlägt. Mal gucken, was mal passiert. Heute kommt noch ein Neurad, hoffe ich, dass ich das heute endlich bekomme und dann montieren kann. Ja, da kommt auch wieder ein bisschen Geld dran. Bis später. Ich habe ja auch eine Aufgabe. Und zwar muss ich ja dieses Fenster hier rauspulen. Ja, dahinter ist ein Fenster, man kann es kaum erahnen. Die Scheibe muss dann ausgeglast werden und ersetzt werden. Und das kommt nämlich in die neue Wohnung rein. Dann ist das meine Aufgabe. Das nehme ich jetzt mal wie den Haufen Müll, der hier davor liegt, jetzt entferne. Nehme ich jetzt auch mal Zeitraffer auf. Das ist ja wirklich eine gigantische Arbeit. Aber nicht unmöglich. So, das war erstmal das Fenster raus aus der Ecke. Jetzt haben wir einen Hollandsrad mit abgerissenen Kabeln.
neu verdrahtet werden. Carsten ist fleißig am Stimmen. Jo. Mal schauen. Wie lange das noch so weiter. Einmal neue Kabelschuhe. Die kommen dann hier ran. Das kommt dann daran. So einfach. So, was soll ich sagen? Mein Stream ist abgestürzt. Ich weiß noch nicht warum. Das ist echt zum Kotzen. Also Elgato ist abgestürzt und ich krieg's nicht eingestellt wieder. Und das ist echt scheiße, ey. Das ist heute Fakt ist, ich hab hier vorne umgebaut. Fenster raus, da drin. Die Abtrennung, die habe ich mal aus der Deutschen Bank, als sie aufgelöst wurde. Bank, Dresdner Bank. Da habe ich mal zwei solche Abtrennungen gekauft. Echt lass. Ja, und jetzt ist er da. Und sieht geil aus. Das finde ich echt cool. Ja, dann räume ich alles wieder ein. Und danach kümmere ich mich um diesen Stream. Desaster, ey, das ist ja echt eine Scheiße, ey. Ich hoffe, das ist keiner sauer großartig. Ich kann da nichts für, echt. Ich hab da auf einmal, bumm, weg, alles tot. Computer, alles weg. Ich bin so weit, dass ich wenigstens wieder ins Netz komme. Keine Ahnung, ob ich irgendein Kabel angeditscht habe, irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich muss es mal testen mit einem kurzen Kabel. Und eine andere Kamera, vielleicht ist auch die Kamera im Arsch. Kein Signal, sagt er mir. Vielleicht teste ich einfach mal mit der Kamera. Also bis gleich, ciao. So, ich komme immer nicht sehr weit mit so Sachen. Updates habe ich jetzt gesucht, versucht zu installieren, aber jetzt sagt er mein Computer neu starten. Ich hoffe, das ist normal. Ich habe keine Ahnung von sowas. Ich fummel mich da selber immer so ein bisschen durch. Jetzt startet da gerade mein mega Computer neu. Der übrigens seit einem Jahr ununterbrochen eigentlich läuft. Also eigentlich ist das schon ganz gut. So, hochgefahren ist er. Jetzt gucken wir, ob es funktioniert. So, Kennwort. Habt ihr alle gesehen? Ich starte. Kein Signal, ich werd verrückt, ich will nicht mehr. Game Capture HD, boom. Ist der HDMI Eingang angeschlossen? Ist der HDMI-Eingang? Der ist angeschlossen. Verdammte Axt nochmal. Was soll denn die Scheiße, ey? Mann, ich krieg kein Signal. Nvidia GeForce, ba, 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 ba.
nach Update suchen. Jetzt suche ich nochmal. Aktualisierung installieren. Aktualisierung wird heruntergeladen. Das konnte er ja eben nicht machen. Warum auch immer. Bereit zum Installieren. Installieren. Preparing to install. Weiter. Weiter. Stimme zu. Weiter. Möchte ich nicht. Weiter. 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 Installieren. Kennwort. Installation. Sicherungsdateien werden entfernt. Neue Dateien werden kopiert. Ich weiß ja nicht. Warten Sie, ich warte in der Zeit, wo installiert wird. So ist es. Also Tommy ist total aufgeschmissen eigentlich, wenn ich brauche jemanden, der sich mit sowas auskennt. Das ist wirklich nervig. Ich brauche doch nur jemanden, der euch halt weiß. So was. Das ist übrigens ein geiler Platz jetzt da oben drauf. Da kann man gut filmen. Das tut mir echt leid, ich wollte jetzt einen Dauerstream machen und was ist? Hey, was wird das? Das ist ein Lupperstream, ey. Natürlich ein bisschen nervig. Fertigstellen! Ja. Ich bin gespannt. Ja, und so ist es. Boah, haben wir jetzt deinstalliert oder was? Einen Augenblick, bitte. Kein Signal. Ich habe kein Signal. Warum? Ja. Hättest du nur gestartet oder nicht? Ja, bitte? Hi. Moin. Moin. Wir verkaufen immer noch Räder, ne? Oder nur noch Verleih? Wir verkaufen Räder, ja. Aber nur richtig aufgepimpte, ne? Nicht nur auf Gurken. Ab und zu haben wir auch Gurken. Okay, was für Gurken hätte ich denn da? 28er Gurken. Da nur eine Gurke. Ja, dann ist das ein kleines Ding. Ja, das ist ja hier. Gurke. Gurke. Okay. 28er Gurke. Dreigang immerhin. Maximal im Verleih, im Verkauf würde ich es nicht. Ja, das glaube ich. Ich hoffe da sehr gerne mit Pferden, weil es auch gut ist, dass es nicht ist. Ja, zwei. Sieht auch geil aus, wirklich. Wie gesagt, wenn mit da hinten fertig ist, dann... Das war auch noch.
Ja, nee, bei mir ist so, dass ich meinen Sohn morgen mal zur neuen Schule fahren wollte. Und die ist ganz ein Friedrich sein. Ja. Und ach, hier vorne steht es doch. Na, das ist doch. Das hier? 120. Echt? Ja. Na gut, dann gucken wir mal, ob das... Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Game Capture! Mhm. Der ist so hoch. Hä? Ja, hört sich gut an. Mein Internet lädt wieder. Ah, 1 Meter Holzleiste. Zier oder nicht Zier, das ist mir relativ egal. Zentimeter auf einen Zentimeter oder sowas. Eine Holzleiste brauchst du? 1 Meter ungefähr. Zentimeter mal ein Zentimeter. Ja, ungefähr. Oder das ist aber gleich sehr ja, wirklich. 8x12 oder 8x10 oder irgendwas. Muss doch für das. Oder oh, mal hier mein Mann. Für den alten Heim da oben eine Leiter bauen. Ach, für Leute. Ja, aber ich leider nichts. Und bin schlecht. Recht. Aber ja, ja, es gibt Schlimmeres. Abteilung Inneres ist alles nicht so schön. So, was war jetzt? Das war nicht an. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Fäden gefluchtet sind. Ne? Nee, das nicht wäre geflucht. Zufall. Die sind gefluchtet. Nee, ich hab den eigentlich nur locker aufgeschraubt. Nein, passt nicht. Zufallsflucht. Dort Fuchsschwanz. Ich bedanke mich. So, was habe ich gesagt? Ungefähr so viel. Also ich bin Profi, man sieht das hier an. Ungefähr so viel. Naja, am meisten amüsiere ich die Leute oder mache ich die Leute sprachlos, wenn es darum geht, wie breit es irgendwas zu bei mir ist. Nein, das funktioniert. Guck mal da. Yeah. Wow. Ja. Roter Bereich, habt ihr den? Sofort, ich werde sofort den Stream einleiten. Mal gucken, ob wir erst den Umschluck.
Applikation. Was kaputt? Was? Ist du bescheuert oder was? Videoaufnahmegerät, jetzt. Nein, tu ja nicht hier an. Drei. Yes. Streaming starten. Yes. Ja. Das ist doch schön. Fünf. Sag mal, das Ding hier ist auch von Fuchsschwanz, oder? Hm? Das ist nicht Fuchsschwanz, das ist von Fuchsschwanz. Wieso ist das schlecht? Richtig gut. Nee, adelig. Der funktioniert eigentlich. Ja, der funktioniert. Eben. Ja. Ja, also wer die Klingel jetzt benutzt, der wird erschlagen, mein Freund. Ja, da lacht er wieder. Ja. Ich brauche Klingel. Nicht alles anpacken, Finger weg. Ich brauche einen. Ja, nein, willst du nicht. Kannst du nicht, bei mir in der Werkstatt darfst du nicht. Wo kaufst du? Darfst du nicht anpacken. Bei meinem Großhändler. Ich kaufe dir welche, wenn du willst. 8 Euro kostet. Gib mal. Ne, nichts gibt. Ich will eine kaufen. 2, 3, 4, 5. Nächste Mal, nicht jetzt. Was brauchst du jetzt? Eine Klingel? Ja. Fahrradklingel. Fahrradklingel. Bleib hier, komm. Gucken. So eine alte. Wie bitte? Was? Was? Wie eine alte will er haben. Mann, ist der gut. Boah. Was ist das? Das sind die Hündchen. 6 Euro, 6 Euro. Alte, da hast du nicht alte. Die gebrauchte. Ja. Dankeschön. Jetzt lass mich mal, komm, du musst mal ein bisschen Abstand. Sicherheitsabstand muss sein. Ein bisschen, weißt ja. Sonst komme ich mir mit Dreck vor. Ohne Geld. Wie ohne Geld? Mann, ja. Was? Single ohne Geld. Was für ein Ding ohne Geld? Was ohne Geld? Was ohne Geld? Ich habe eine Euro, weißt du? Was? Eine Euro. Wofür? Hier. Für angucken? Ja. Für Klingel angucken? Hier. Dann sag mal, mach auf, Mann. Hand auf. Okay? Ja. Siehst du. Alles gut. Gebraucht. Ja. Mach nicht kaputt. Nein. Hast du? Der Chef des Tages. So, dann wollen wir jetzt mal wieder ein bisschen Mucke ran. Sehr gut, wunderbar, funktioniert. Hey! Hey! Ja, Mensch, du kannst Bimmel durch Kreuzberg fahren. Ist das schön? Ja. Ach, wir sind so begeistert. Mit einem warmen Blick an Arme und Kopf, die sich so dreht. Und Propeller. Ja, das wird jetzt ziemlich aufhören, bis die kaputt gespielt ist. Das dauert nicht lange bei dem Modell. Deswegen hat es nur eben Euro gekostet. Genau. Naja, das ist genau die Katzen drauf. So. Was machst du da? Du. Ja, Bursa. Nicht anfassen. Ich hab dich unter Kontrolle. Ich sehe, was du machst. Verkaufst du keinen Fahrrad? Ich verkaufe keinen D-Fahrrad. Nein, ich verkaufe nicht. Komm raus da! Rosa! Ja, ich bin doch hier! Rosa! Da? Ja, ich sehe ganz genau, was du machst. Dein Fahrrad wird gerade geklaut. Nein. Komm hier. Da oben, jetzt weg. Jetzt weg. Ja?
dreckig. Scheiße. Mit neuer Klingel. Was kommt denn? Was soll ich mit dir noch machen? Ich kriege mal nicht mehr gut. Komm. Tante. Ja, hör auf mit deiner Tante jetzt. Meine Tante ist halt der Fahrer. Ja, da musst du sie mitbringen. Schnelle Fahrer. Da musst du sie mitbringen. Geld? Nein, du musst deine Tante mitbringen, nicht Geld. Gib mir deine Nummer. Ich habe keine Nummer. Hier, gib mir eine Nummer. Hä? Die Nummer. Das ist eine Nummer. Was für Nummer? Was kostet Rennfahrrad? Ich hab dich schon verstanden. Rennfahrrad kostet, steht da oben dran, 990 Euro. Genau, siehst du? So. Nein, pink. Hier. Pink? Ja. Welches? Was? Da. Was? Das ist nicht zu verkaufen, da drüben das hat? Ja. Das ist vom Kunden, nicht zu verkaufen. So, und sag mir bitte nicht, dass die Bits auch oben sind. Und du hier keine anderen hast. Welche? Wofür? Welche Bits brauchst du? Ist da. Welchen Bit? Ja, kommt ja gleich. Was ist denn der TX15? Boah, ey, zeig mir einfach den Kopf. Ja. Ach, ein Torque. Ja. Torque, Torque, sozusagen. Mann, ich kann doch nicht. Ja, passt. Danke. Ich kann doch nicht. Ich weiß doch nicht. Du kannst nicht und du wirst nicht. Das ist alles schlecht. Ja, jetzt komm doch mal raus da. Ich bin doch gar nicht jetzt hier. Das ist gar nicht heute offiziell offen. Da kann man heute gar nicht rein, weil das alles voll ist. Also, ich bin nach wie vor am Räumen von A nach B, von B nach C. Das sieht hier schon ganz schielig aus. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wenn ich hier alles ordentlich habe. Ich mache weiter auf alle Fälle. Dauert heute echt ein bisschen länger. Ja, zwischendurch dieser Computerabsturz, der hat mich ein bisschen zurückgeworfen, aber das ist ja jetzt erledigt. Es läuft wieder, der Stream läuft die ganze Zeit wieder jetzt durch. Es tut mir leid, es war eine Unterbrechung, tut mir echt leid. Aber da kann ich nicht für, da stecke ich nicht drin. So, na denn, ich melde mich wieder, wenn ich wahrscheinlich hier vorne erstmal durch bin oder so, melde ich mich, sag Bescheid. Bis später.
Mein Frühstück. Jetzt um 7:30. Was für ein Tag. Mann, wer hat denn das erfunden überhaupt? Plastik, Plastik, Plastik und noch ein schöner Kinderriegel. Ja, Früchtefreund. Nam, nam, nam. So. Prost. Da ist er wieder, der Tommy. Heute war also großer Aufräumtag. So, jetzt ist es 20.10 Uhr. Das Keyboard hier muss mal weg. Pflichter. Ist ja kein Thema. So, jetzt egal. Wir haben heute an Fahrrädern so gut wie gar nicht gebastelt. Ich habe heute aber meinen Schalter bekommen für mein komisches Projektrad, da was ich gerade auserkoren habe als Projektrad. Den baue ich jetzt noch an. Da wirst du so ein bisschen was sehen. Also heute war echt keine Reparatur, nur dieses Hollandrad heute Morgen. Das war nix. Also das ist 10 Euro. Das ist ja wirklich. Heute ist echt der Traumtag. 10 Euro und so viele Wiese Nachrichten. Mal positionieren, ey. Man sieht ja ja nicht. Wo ist denn das so lang, ey? Okay, okay. Naja.
Das scheiß Cookie-Lookie-Fenster könnte eigentlich weg. Ich hab keinen Bock auf Cookie-Lookie. Da finde ich es eigentlich egal so. Erstmal einen Ständer ranbauen. Bauen wir erstmal einen Ständer ran. Natürlich neu.
Mann. Oh. Das ist nüscht. Das muss noch mal raus. Mal noch mal machen.
Oh Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht. Naja. Ich stelle mich ganz schön an gerade. Bin aus der Übung. Heute noch nicht repariert. Blick mild ein oder was? Ah, ist doch wirklich. Blick mir nicht ein, siehst du? So kann es bleiben. Nach 25 Minuten wird ja auch Zeit. Jetzt wird er gekürzt, Endkappe auf, fertig. Dann würde man auch sagen, fertig für heute. Die Werkbank hat ein neues Gesicht. So. Ich muss mal ein bisschen räumen hin und her. Hier wird über Jahre geräumt werden. Also das ist wirklich ein Prozess bei mir. Also jetzt gesagt, bleibt jetzt immer neu. Einmal im Monat, einmal alle 2 Monate. Aber mindestens 4-mal im Jahr wird geräumt. Oh. Bin so fertig, ey. Morgen ist Geburtstag. Ich mache erstmal Feierabend. Morgen habe ich mir vorgenommen. Um in der Wohnung das Fenster einzusetzen, weil der Laden bleibt geschlossen. Da wird in der Wohnung oben
werde ich die Flex nehmen, Steinscheibe und dann gnadenlos eine Öffnung drin flexen. Mal gucken, wie weit ich komme. Jetzt mache ich erstmal noch Kabel ab. Zack. Viel so kurz. Nee, das muss so. Käppchen von So, das Ding ist absolut schaltbar, absolut genial. Sieht vielleicht von vorne ein bisschen scheiße aus, wie es angebracht ist. Tatsächlich. Aber von hier macht es Sinn. Wenn man greift ja so. Und du kannst hier. Und hier rüber. Ist ein bisschen runtergerutscht jetzt. Na so. Ich jetzt festschrauben noch. Leider gibt es das nicht ohne Anzeige. Ich brauche keine Anzeige. Eigentlich, aber. Wow. Das ist ein Scheiß, echt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, sieben. Sehr schön, wunderbar, ich freue mich. Bremse. Was für ein Rad.
Ja, das war's. Also, tschüss. Wir sehen uns morgen. Oder übermorgen. Wieder mal schauen. Morgen bestimmt im Livestream. Ja? Bis dann. Alles Gute. Schönen Abend.